Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Wieso sind wir eigentlich jetzt da oben gestanden? Ach so, ja stimmt, da habe ich mich heraufgestellt. So, ich habe jetzt nachgeguckt, wie denn eigentlich diese Lampen gehen, die ich unbedingt immer haben wollte. Und zwar gehen die so. Zack, und das sind die Lampen, die ich haben wollte. So einfach gehen die. Jetzt haben wir zwar nur zwei Stück, das ist aber nicht so schlimm. Mit denen wollte ich mir nämlich eine Beleuchtung machen. Wobei ich hier natürlich jetzt das Problem habe. Jetzt schaue ich mal, hier haben wir eine Redstone-Fackel. Denn wir brauchen dafür eine Redstone-Fackel. Und das Problem ist, ich kann schon hergehen und kann jetzt hier beispielsweise die da hier raufsetzen. Oder zumindest versuchen. Ich versuche es zumindest. Das wäre jetzt nicht das Problem. Nur die zum Leuchten bringen, das kommt ja ein bisschen doof so, ne? Das ist mein Problem gerade, dass man das. Ich meine, wie schaut denn das aus? Jetzt klappt man das mal weg. Schaut ja doof aus mit so einem Nippel da oben. Das ist ja Schwachsinn. Das muss ich mir jetzt nochmal überlegen, wie ich das mache, dass das nicht so blöd kommt. Zudem wir einen Schalter dafür benötigen. Und diese Lampen hätte ich halt so gerne gemacht, weil die halt so schön sind, wie ich finde. Die können wir aber höchstens am Boden einlassen. Nehmen wir die mal mit. Ist sie dadurch zerstört? Nee, oh, das ist super, dass sie dadurch nicht zerstört werden. Aber wir könnten zum Beispiel hier schon mal die hier hinpacken. Und dann können wir mal schauen, wo wir denn dann den Redstone anbringen, damit wir hier das Licht ein- und ausschalten können. Das muss ich mir noch überlegen. Das können wir jetzt gleich mal versuchen. Ich wollte mir eigentlich Dorfbewohner noch holen, aber das macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt schon Dorfbewohner hierher zu craften, wenn wir nach wie vor noch nicht wirklich ausgeleuchtet haben und immer noch hier drinnen Viecher spawnen. Das ist Schwachsinn. Auch hier drinnen ist die Beleuchtung absolut nicht schön. Das ist halt das Problem. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt ja diese verschiedenen Schalter. Und ich weiß noch nicht mal, wie man diese Schalter zum Teil craftet. Das ist mein Problem. Also momentan komme ich mir ein bisschen dumm vor, weil mir halt auffällt, dass es doch einiges gibt, von dem ich nicht weiß, wie es gecraftet wird. Und wenn ich hier so gucke, weiß ich es leider nicht. Also ich könnte jetzt hier natürlich versuchen, aber wissen tue ich es nicht. Und das ist mein Problem. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man den normalen Steinschalter macht. Boah, wie macht man den? Ich meine, hier so sind die ganz normalen Pflastersteindinger. Das ist jetzt peinlich, würde ich mal behaupten. Es ist mehr wie peinlich, dass ich das nicht weiß. Ich meine, ich habe hier. Wo habe ich eigentlich eine Kiste für Clean Stone? Habe ich mir gar keine. Doch, hier. Hier ist eine Kiste für Clean Stone. Da muss ich mich echt nochmal erkundigen, wie die gehen. Weil das ist dann schon peinlich. Also, das ist der normale Schalter. Okay, das weiß ich. Aber wie man jetzt hier den normalen Steinschalter macht, das ist. Das weiß ich jetzt wiederum gar nicht. Ich mache jetzt hier mal einen solchen Schalter. Was habe ich denn jetzt angestellt? Jetzt habe ich wieder irgendwas ausgeschaltet. Ach so, die Feststelltaste habe ich gedrückt. Ja, das ist das, wenn ich nicht mit meinem. Hä? Ah, da ist es. Nicht mit meinem Computer aufnehme, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Nee, so geht's auch nicht. Okay, na gut. Wie gehen dann diese Schalter? Alter Schwede. Also. Was ich zurzeit googeln muss an Crafting-Rezepten. Ich dachte eigentlich, ich würde mich gut auskennen. Minecraft Schalter. Ja gut, ich muss sagen, ich habe den Schalter noch nie gemacht. Den habe ich noch nie gemacht. Also, Entschuldigung, ich google nur gerade am Handy, damit ich weiß, wie das geht. Mann, ist es peinlich. Ist ja mehr wie peinlich. So einfach? Übereinander. Oh Gott. Ernsthaft? So einfach? Einfach nur übereinander? Und dann haben wir ihn schon. So einfach wäre das gegangen. Ja, super. Na, super. Okay, dann laufen wir jetzt mal da runter und dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Dann packen wir das mal hier hin. Ich packe es jetzt einfach nur mal irgendwo hin. Ach, ich brauche dafür. Ach so, stimmt, der Redstone ist ja schon innen drin. Das Problem ist, dass ich kann den Hebel schon überall x-beliebig hinmachen.
Aber dann funktioniert er mir halt nicht da, wo ich ihn haben will. Jetzt muss ich mal gucken. Ich meine, da unten kann ich ihn nicht hinpflanzen, weil da wird er sofort von Wasser angepackt. Das heißt, ich müsste jetzt rein theoretisch den Wasserfluss hier stoppen. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir. Ach so, das braucht man nicht. Ja, doch, brauchen wir schon. Moment. Das heißt, wir machen jetzt hier mal dicht. Soweit wie es geht. Da packen wir jetzt den Kobbel noch. Jetzt machen wir da mal dicht, dass hier kein Wasser mehr fließt. Dann machen wir das mal wieder weg hier. Müssen wir dann natürlich anschließend alles wieder verbessern und ausbessern. Jetzt machen wir den Schalter da unten hin. Da brauchen wir gar keine Redstone-Fackel für. Da schau her. So, schalten jetzt hier ein. Packen den Sand hier hin. Und machen hier wieder auf. Und dann müssen wir halt natürlich nur später das wieder ausbessern, damit wir hier wieder ein glattes Wasser haben. Aber so hätten wir hier doch schon mal eine ganz schöne Beleuchtung. Okay, das ist ein Plan. Das ist ein sehr schöner Plan. Jetzt machen wir noch ein, zwei solche Hebel. Boah, dann brauchen wir ja viel, viel mehr von dem Glowstone. Das heißt, wir müssten dann eigentlich in den Nether nochmal und Glowstone holen, weil viel Glowstone haben wir nicht gerade. Wir haben jetzt hier ein bisschen Glowstone-Staub. Dann holen wir den Redstone auch noch gleich. Wobei ich der Meinung bin, dass wir auch nicht viel Redstone haben. So. Dann machen wir jetzt noch ein paar mehr von denen. Den wandeln wir jetzt auch gleich mal um. Bleiben uns auch nur drei über. Ist nicht gerade viel. So. Nee, nee, nicht du. Ach, ich muss mich mit der Maus noch anfreunden. Nicht mit meiner eigenen Maus zu spielen, kann grausam sein. So, jetzt haben wir sieben solcher Lampen. Stickies haben wir nur noch einen. Boah, ich bin so schlecht ausgestattet. Das ist ja grausam momentan. Das ist ja so grausam. Jetzt wird schon wieder Nacht. Oh, da müssen wir schon wieder ins Bett gehen. Das ist so schlimm momentan. Minecraft lässt mich einfach nicht walten. Oh, so, jetzt sind aber. Ach ja, übrigens, ich habe ein neues Spiel. Oh, das freut mich so. Ich nehme ja jetzt gerade am 11. auf. Jetzt muss ich kurz hier. Moment. Anstöpseln. Ich nehme jetzt gerade am 11. auf, weil ich eben nicht weiß, wann das alles mit dem Internet vorbei ist und wann ich endlich Internet habe. Und war heute mit meinem Partner einkaufen. Oh, mein Inventar ist voll. Und der hat mir was ganz was Schönes gekauft. Ja, ich freue mich so. Merkt man mir das an schon, oder? Oh, ich freue mich so. Wisst ihr, was er mir gekauft hat? Der hat mir Heavy Rain gekauft. Ich wollte schon immer Heavy Rain haben. Und im Game mit hab mir Heavy Rain gekauft. Der ist doch so lieb, oder? Ist doch toll. Oh, wie schön. Das freut mich richtig. Das heißt, ich kann bald Heavy Rain aufnehmen. Ja, ich habe nämlich überlegt, ob wir da nicht ein Let's Play draus machen. Denn Heavy Rain ist ein Spiel, das liegt mir so sehr am Herzen. Das habe ich. Ach Gott, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht, ob manche unter euch noch den Fernsehsender Giga kennen. Den gab es damals. Es ist ein Gaming-Sender gewesen. Der hat zu Ding gehört, zu Premiere. Damals hieß es ja noch Premiere, bevor die umfirmiert haben. Und jedenfalls hatten die damals einen Bericht über Heavy Rain gebracht und haben das ja hoch gelobt, wie toll Heavy Rain sein soll. Und ich wollte natürlich dann auch unbedingt auch Heavy Rain haben und habe es aber nie kaufen können, weil ich selber hatte nie eine PlayStation. Heavy Rain ist ein Titel, der nur PlayStation exklusiv ist. Und ja, dann hatte ich halt irgendwann die Möglichkeit, mit der PlayStation zu spielen, weil mein Partner im Game mit eine PlayStation hat. Und habe mir aber das Spiel nie gekauft, weil ich das Geld nicht hatte, die Zeit nicht hatte, nicht dran gedacht habe. Also hat ganz viele diverse Gründe. Und jetzt habe ich es. Und es freut mich so sehr, dass ich das Spiel jetzt habe. Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr mich das freut. Gigantisch ist das Spiel zu haben. Das ist ganz, ganz toll. Nee, die haben das damals schon so hoch gelobt. Von Giga, dass ich mir dachte, ich muss das Spiel haben. Das muss so toll sein. Und
jetzt habe ich es. Und ich werde jetzt dann anschließend, wenn diese Folge vorbei ist, werde ich mich hinsetzen, mit Heavy Rain zocken. Ja, das ist nämlich dann das andere. Wenn ich nämlich ein Let's Play draus mache, wird es kein Blind Let's Play sein, weil ich möchte das Spiel jetzt im Moment unbedingt spielen. Und ja, was soll ich sagen? Dass, mit der Capture Card kenne ich mich noch nicht aus. Und da im Moment leider auch noch kein Internet vorhanden ist, geht das nicht? Schade eigentlich. Ach, das da auf der Seite anzubringen, das sieht doch doof aus. Das sieht doch mehr wie doof aus. Vielleicht habt ihr ja doch eine gute Idee, wie man das abändern könnte, dass es nicht so doof ausschaut. Dass wir hier andere Lampen machen können. Aber es wäre halt dann, wie gesagt, kein Blind Let's Play, weil ich es halt unbedingt spielen möchte. Nee, war klar, dass das nicht funktioniert. Da müssten wir dann eine Redstone-Spur legen. Mist. Ich meine, jetzt von außen wird es nicht so blöd ausschauen, weil dann sieht man es nicht. Aber super toll ist es auch nicht. Aber vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee, wie wir das machen können, wie wir das lösen können. Derweil werde ich das einfach mal hier so anbringen. Und wenn wir eine schönere Lösung gefunden haben, dann ändern wir das einfach um. Und so lang schalten wir das halt einfach von da draußen einfach ein und aus. Es sieht scheiße aus, ich weiß. Sieht echt scheiße aus. Ja, mal gucken. Wir werden schon noch eine schöne Lösung finden. Aber hier haben wir dann zumindest schon mal ein bisschen Beleuchtung. MG muss mit sein Haus. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir brauchen Erfahrungspunkte. Und wir werden definitiv auch Glowstone benötigen. Deswegen würde ich sagen, wir haben so viel Zeug da. Wir packen jetzt einfach mal noch ein bisschen was ein. Ach so, weil ich das Zauberbuch gerade sehe. Ich habe den Namen des Let's Players seit... Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig Let's Player. Ob, ich glaube, war ein Let's Player. Das ist meine Gruschkiste, wo ich einfach nur was reinpacke, wenn ich gerade nicht weiß, was ich machen soll. So, wo ich es reinpacken soll. Und zwar meinte der, er würde mir Bücher schicken. Und zwar 2 verzauberte Bücher. Und die würde ich mir dann craften. Sprich, das mache ich ganz normal mit Too Many Items, weil es gibt ja noch kein Postsystem in Minecraft. Ich würde mir das mit Too Many Items craften. Und er schmeißt es bei sich weg. Genau. Und so hat er mir dann, so würde er mir so quasi diese Bücher schenken. Und das werden wir machen. Das freut mich ganz, ganz toll. Das ist eine ganz schöne Idee. Ich hoffe, das ist für euch so in Ordnung. Ansonsten macht was nicht. Aber ich denke, das wäre für euch mit Sicherheit in Ordnung. Es ist halt in dem Sinne dann ein Geschenk. Und ja, wir brauchen natürlich auch Erfahrungspunkte, damit wir überhaupt diese Bücher benutzen können. Denn im Moment kann ich das Buch ja nicht mal anbringen. Wow, jetzt hat es wieder geruckelt. Weil, ja, warum eigentlich? Ja, weil ich nicht... Oh Gott, hier sind so viele. Soll ich mich mit denen anlegen? Achso. Mist, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Genau, weil wir nicht genau Erfahrungspunkte haben. Und dadurch kann ich die Bücher im Moment leider nicht an meine Waffe anbringen. Ich habe es vergessen. Wir müssen nochmal zurück. Diesen Raum müssen wir auch noch verschönern. Ich habe übrigens eine andere Idee. Und zwar muss ich mich da ganz lieb bei einem Abonnenten bedanken. Ist leider schon hier. Ich wollte es eigentlich in der letzten Folge noch sagen. Der mir gesagt hat, dass es ja jetzt seit 1.4 diesen Wither-Boss gibt. Und ich habe mir überlegt, was würdet ihr davon halten, wenn mich einer von euch besuchen kommt, um mit mir mal durch den Nether zu spazieren. Jetzt ist es natürlich sehr schwierig, weil wir sollten sich jetzt 2 oder mehr Personen melden. Dann muss ich mich natürlich entscheiden, wen ich nehme. Und da muss ich mir noch was überlegen, was ich denn da machen könnte als Entscheidung, wen wir denn nehmen wollen. Da müssen wir mal gucken. Da habe ich noch leider noch keine Idee, aber da wird mit Sicherheit noch eine Idee kommen. So, jetzt haben wir genug Zeug hier eingeladen. Nee, das würde ich eine ganz coole Idee finden. Wobei, eigentlich müsste ich ja die Person kommen lassen, die mir den Tipp gegeben hat mit diesem Wither-Boss. Oh, mal gucken. Das wäre als... Ach Gott, ich bin eh so doof. Ich brauche doch gar nicht in Nether gehen, wenn ich mein Essen hier wieder in die Kiste reingepackt habe. Wir haben hier Brot. Hatte ich nicht noch mehr? Ich hatte doch auch noch Hühnchen und sowas. Wieso bist du nicht gebraten? Ich hatte doch auch noch Hühnchen. Nee, das Hühnchen ist noch im Ofen. Jetzt, ne? Pack mal die Kohle. Ach so. Nee, okay. Jetzt bin ich total verwirrt. So, jetzt dann. Essen sollten wir.
So, jetzt eine ab in den Nähter, aber hallo. Ich trödle schon wieder so viel rum und verliere so viel Zeit, dass ich jetzt in dieser Folge ja effektiv schon wieder gar nichts geschafft habe. Wo ist die Zeit schon wieder hingekommen? Das ist ja grausam. So, runter mit dir. Ach, Gottchen. Was? Oh, seit wann spawnt hier unten was? Ja, ich weiß, jetzt ist dunkel. Mir wurde auch gesagt, wie ich nachschauen kann, ob es zu dunkel ist, was da alles spawnt. Das kann ich ja unter F3 nachgucken. Aber da muss ich mich mal irgendwann mal in aller Ruhe damit beschäftigen. Da werde ich mein Dorf mal ein bisschen analysieren. So, ist jetzt hier schon irgendwo das blöde Viech? Nee, ist es nicht. Okay. Das wurde mir ja auch gesagt, ich sollte mein Tor mal schützen. Das vergesse ich jedes Mal wieder, dass ich das ja eigentlich schützen will. Ich habe schon dran gedacht, dass ich das machen muss, aber so wirklich dolle auch nicht gerade. Ich habe es dann wieder vergessen. Ich mache jetzt hier nur ganz grob was. Also es ist jetzt nicht das Überhäuschen, aber das kann sich ja auch noch ändern, dass das ein viel, viel schöneres Häuschen wird. So. Natürlich müssen wir das dann aber auch demnächst dann mal so handhaben, dass wir das so gestalten, dass uns da auch niemand reingehen kann. Das heißt, es wäre auch ganz gut gewesen, wenn wir eine Tür mitgenommen hätten. Aber nun ja, man kann ja nicht alles auf einmal machen. Das ist halt jetzt wirklich nur ganz sporadisch. Einfach nur ein bisschen was aufgezogen. Wir haben ja auch nicht so viele Blöcke dabei. Nur damit mir das Drecksviech, wenn es kommt, nicht das Portal zerschießt. Das ist eigentlich der ganze Zweck, weswegen ich das hier veranstalte. Dann kann es mir das Portal nicht ausschießen. Hoffe ich zumindest. Mann, geh mal weg, du doofes Feuer hier. So, machen wir das noch so. Jetzt haben wir auch schon keinen Kobbel mehr. Kein Cleanstone meine ich natürlich. Hatte ich nicht eins noch weggehauen? Müsste ich doch eigentlich noch einen haben. Na, egal. Ist jetzt nicht die beste Sicherung, aber da kommt noch viel mehr, dass das einfach viel, viel besser geschützt ist. Und jetzt versuchen wir es einfach mal, ob wir das überleben. Die werden jetzt alle auf mich einfallen. Gibt es keine Erfahrungspunkte? Doch. Aber ich will jetzt hier mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. War es das schon? Mehr kommen nicht? Und Glowstone natürlich. Glowstone will ich auch sammeln. Dafür muss ich natürlich erstmal welchen finden. Jetzt muss ich hier natürlich auch mal ein bisschen eine Beleuchtung anbringen, damit ich das auch viel, viel besser erkenne. Wobei natürlich der Cleanstone sowieso schon so markant genug ist, dass man den nicht einfach übersieht. Aber naja, man kann es ja nie wissen. Machen wir hier das Feuer aus, das nervt ja. So. Was? Ja. Ich will eigentlich wieder zurück. Oh. Das hat sich soeben wegteleportiert. Das ist soeben in unsere Welt gelangt, das Schweinchen. Auch kein Problem. So, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, weswegen ich momentan in Minecraft immer ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Stumm, still, wie auch immer bin. So. Die bringen wir jetzt alle um. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Und ich finde, hier lässt sich halt wirklich super toll Erfahrungspunkte sammeln. Auch wenn jetzt hier nicht so ewig viele dieser Schweine sind. Also diese Schweinezombies. Aber naja, ein paar sind es auch. Nur das Viech da hinten schießt schon wieder auf uns. Das gefällt mir gar nicht. Den Bogen habe ich auch nicht dabei. Das heißt, wir können uns auch nicht sonderlich dagegen schützen. Du brennst übrigens. Wollte ich dir nur mal so gesagt haben. Du brennst. Wow, 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 wow. Weil die sich anhören. Ist ja grausam. So, machen wir hier mal aus. Bevor wir hier anständig sammeln, müssen wir sowieso erstmal den Bogen mitnehmen. Sonst wird es sowieso nichts. Ja, ist schon recht. Schieß noch auf mich. Oh, hier ist wieder einer. So, dann schauen wir mal, ob das dann auch schon reicht, um das Buch dann zu implementieren auf unser Schwert. Die Folge wird schon ziemlich lang heute, hm? Egal. Kann auch mal ein bisschen länger werden. Da hinten sind zwei. Na, sie spawnen schön nach. Das ist gut. Da müssen wir nicht so weit rennen.
Oh, da ist einer weggeglitscht. Nee, da ist ein Loch im Boden. Bist du da runtergefallen? Ach so, da ist eine Treppe. Ho, 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 machen Sie. Ho, 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 ihr seid keine Nikoläuse, Jungs. So. Jetzt gucken wir noch, ob wir noch einen irgendwo in Sichtweite haben. Oh, da vorne haben wir einen Erfahrungspunkt vergessen. Also, hallo. Ja, schrecklich. So, jetzt aber. Jetzt haben wir 10 Erfahrungspunkte. Dann sollten wir doch jetzt das Buch anbringen können. Nee, und ich vergesse es jedes Mal wieder, dass ich mich ohne ein... Jetzt wartet wahrscheinlich jedes Schweinchen auf uns. Ich wusste es. Jetzt hat es sich wieder raus teleportiert. Ich glaube, ich spinne. Oder steckt es da im Strom fest? Wäre natürlich auch möglich, dass es im Strom feststeckt. Nee, jetzt schauen wir mal, ob das Buch... Oh nee, festmachen können. Ich habe nicht ausgeleuchtet, ich bin mit dem Ausleuchten noch nicht fertig. Und es ist schon wieder Nacht. Das ist gar keine gute Idee gewesen, jetzt uns hier zu befinden. Hoffen wir mal, dass uns nicht mordsmäßig Creeper gespawnt sind. Aber wie es scheint, ist noch kein Creeper da. Gut. Dann jetzt aber schnell ins Bett und hoffen, dass kein Creeper kommt. Okay, ich habe schon gesehen. Ist ein Monster in der Nähe. Ja, ja, klar. Spinne höre ich auch schon wieder. Oh Gott, seht ihr, dass da draußen an Spinnen sind? Ach du heiliger Schreck. Da haben wir was zu tun. Da haben wir jede Menge zu tun. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz ins Eck und gucken mal. Aber es scheint zumindest kein Creeper im Dorf gespawnt zu sein. Das ist doch auch schon mal ein ganz großer Vorteil. Es ist grundsätzlich nicht viel im Dorf gespawnt. Ein Zombie draußen, ein Zombie im Haus? Das ist gut. Das ist verdammt gut. Jetzt will ich nur noch ganz kurz gucken. Na, jetzt lauf doch mal, ob wir jetzt eigentlich dieses Zauberbuch schon verwenden können. Und wenn nicht, dann müssen wir mal in der nächsten Folge schauen, wie wir da weitermachen. Ja, ich vermute, dass meine etwas ruhige Laune, die ich momentan habe, mit dem zu tun haben wird, dass mich das einfach nervt, dass ich das Internet noch nicht habe. Moment. Was mache ich jetzt? Das hier? Weil Wasseraffinität, das brauchen wir hier. Wieso geht das nicht? Brauchen wir noch viel, viel mehr Erfahrungspunkte, wie es scheint? Oder liegt es daran, weil das schon verzaubert ist? Nee. Ach, keine Ahnung. Das finden wir heraus. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und verspreche euch, dass die nächsten Folgen wieder viel, viel locker-flockiger werden. Aber mein Privatleben ist momentan einfach so ein bisschen... Oh, wisst ihr, das mit dem Internet hat mich halt wirklich sehr gestresst, weil wir eben nicht wussten, können wir es jetzt über Kabel Deutschland machen oder können wir es nicht. Und wenn ja, können wir diesen blöden Erdungsstab reinkloppen lassen. Und wenn ja, wer macht das? Müssen wir das zahlen? Du verzahlt es der Vermieter. Und wann kommt dann endlich Kabel Deutschland, um den Rest zu machen? Und wenn nicht, wollen wir dann zu 1&1 gehen und bla bla bla. Und es ist so stressig im Moment. In der neuen Wohnung wartet noch so viel Arbeit und neue Projekte wollte ich eigentlich anfangen und das stresst mich momentan so. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen schuld ist, dass deswegen meine Minecraft-Folgen ein bisschen langweilig sind. Ich hoffe, euch stört es nicht allzu sehr. Und ich verspreche euch, dass es ganz bald wieder viel, viel locker-flockiger ist. Und dann haben wir auch wieder viel, viel mehr Spaß. Dann wird alles wieder viel, viel schöner. Ich sage auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!